Okay. Oh, wie, ich habe nicht genug Platz für so einen Scheiß. Auch meine Fresse. Heli, das ist ein Heli, das ist ein Heli. Zwei Stück sogar. Hierhin? Ja, über uns. UH1H und noch ein UH1H und noch ein UH1H. Drei Stück, Mann. Landen die hier? Weiß ich nicht, was die machen. Alter. Hier sind drei Player außer uns und hier sind außer uns zwei Player und es fliegen drei Helis durch die Gegend. Das kann nicht sein. Doch, es gibt hier auch NPC-Hubschrauber. Deshalb, ja? Das sind die NPC-Hubschrauber gewesen, deshalb konnten wir die nicht. Ah, deswegen konnten wir auch keine Namen sehen. Ah. Oh, jetzt ist gerade mein Spiel ausgegangen. So, was sind jetzt hier? G36. Kann ich jetzt die Scheiße hier nehmen oder nicht? Open Bag. Leere Jerrycan da rein. Jetzt werde ich ja wohl. Take mine Rotor. Wie, you have not enough room. Ich habe doch jetzt. Du brauchst 6 Plätze für den. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich habe nur 5 Plätze. Was habe ich denn hier alles, was wo ich nicht brauche? Wo bist du denn überhaupt? In dem ersten großen Haus, wenn du von da, wo wir gekommen sind, in dem länglichen. Warte, ich komme mal hier an die Tür. Ja, ich sehe dich. What the fuck? Hast du Platz für den? Nee, warte mal gerade, ich habe hier einen Haufen Zombies am Arsch. Ja, weil ich habe, Alter, ich habe 3 Jerrycans und dann noch das Ding, dann habe ich gar keinen Platz mehr für meinen eigenen Stuff. Aber ich schmeiß einfach die Smoke Grenade raus. Die brauche ich sowieso nicht. So, jetzt habe ich. Hä? Boah! Achso, ja klar. Ich habe ja jetzt Platz im Rucksack. Okay, ich habe jetzt den Main Rotor genommen. Ja, hier ist nur so ein Zementmischer drin und ein paar Soda-Cans, glaube ich. Hier in dem länglichen Haus ist nix. Warst du schon in allen Lagerhallen? Ne, ich bin gerade erst in der zweiten, da. In der ich fange von hinten einfach an. 10 Milliarden Zombies. Ich muss schießen. Oder? Hier ist noch eine Fuel Can. Ich muss doch nicht schießen. Engine Parts brauchen wir nicht. Aber hier ist eine ganz dicke Fuel Can, Alter. Wow. Big Jerry Can und eine normale. Komm mal direkt zur letzten Lagerhalle, bitte. Ja, was soll ich denn mit der fetten Fuel Can? Das ist total dumm, die zu nehmen. Ja, hier ist aber noch eine 20, die dafür kann. Hier ist eine 20 und eine ganz dicke. Ja, ich muss jetzt erstmal in die vorletzte. Hier sind noch 2 Zementmischer drin und ein Pickaxe. Die Engine Parts brauchen wir ja erstmal nicht. Den habe ich ja eben repariert, die Engine Parts. Ja, gestern meine ich. Aber die 2 Jerrycans können wir auf jeden Fall gebrauchen, Alter. Axt, Pickaxe. Hast du eine Axt, ja, ne? Ja, ja, ich hab alles. Alles, was ich brauche. Vorsicht, bei dir kommen Zombies rein. Mhm. Ich versuch dir mal zu helfen. Vorsicht, das bin ich. Ja, scheiß auf den. Aber hier kommen noch welche. Machst du? Ja. Schnell in die Nachbarhalle. Hier ist einer drin, Vorsicht. Ich hab die Jerrycan. Okay. Hast du noch Platz für die normale? Für die dicke? Nee, ne? Engine Parts sind hier. Ja, die habe ich ja gestern repariert.
Ja, okay. Hier ist ein E-Tool, das ist die große. Ne, die bringt doch, die braucht auch 6 Plätze oder so. Ja, ist noch Platz im Rucksack. Ich meine, eine Jerrycan, die normale Jerrycan rausschmeißen halt, ne? Ja, warte, was hast du denn da drin, was du nicht brauchst? Nicht zwangsläufig. Das ist bestimmt irgendein Stuff, der unnötig ist. Irgendwas dreimal oder so. Das Ding ist halt eine mega große Jerrycan, ne? Ja, ich habe hier 6 Plätze frei und der kann die immer noch nicht nehmen. Deshalb nehme ich die jetzt nicht. Na gut. Ich keinen Bock mehr, das ist mir zu viel auf einmal. Ja, lass uns jetzt mal schnell zu dem Heli laufen und dann können wir da auch direkt schon ein paar Jerrycans reinpacken, damit die safe sind quasi, weißt du? Ins Gear von dem Heli. Dann lass uns mal kurz bei der Tankstelle bei, wie heißt die Stadt? Dravi irgendwas? Stangrad. Lass uns da bei der Tankstelle vorbeilaufen. Und die Fuelcans von mir auffüllen. Und da gibt's nämlich auch eine Feuerwache, dann gehen wir bei der Feuerwache mal kurz gucken, ob wir einen Moon finden und so einen Scheiß. Wo bist du jetzt hingelaufen? Ich bin nördlich von den Lagerhallen, also im Endeffekt südlich. Na gut, jetzt mal kurz einen Nuff Point. 100 Meter, ist nicht weit. Coolsten wäre es echt, wenn wir jetzt einen Ural hätten oder so, um Sachen zwischenzulagern. Hm. Das stimmt. So, hier soll angeblich eine Tankstelle sein, aber hier ist... Ah, hier steht was zum Abzapfen. Hm. Aber ich kann hier nicht refuelen, warum nicht? Hier Auto-Refuel an oder so. Da hinten ist das Motorrad. Hier steht auch ein ATV. Ohne Reifen. Ja, neue Pistolenmunition, endlich. Oh, das ist voller Fuel. Das ist voller Motorrad? Ja. Kannst du da was ins Gear reintun? Kannst du damit fahren? Guck mal, ob du damit fahren kannst. Und hier steht ein ATV. Ist der ATV ganz? Ist durch kaputt. Und, geht? Ja, aber ziemlich langsam. Wo sind hier die... Versuch mal drauf zu springen. Ja, geht. Nice. Ja, warte kurz. Das war sogar zu Fuß fast schneller. Ja, warte, hier sind irgendwo... Hier sind irgendwo die Tankstellen halt... Hinter da uns. Da ist noch eine. Genau. Die Frage, kann man da was auffüllen? Hier steht nichts von... Lass mal das Motorrad hier einfach reparieren, glaube ich, geht viel schneller. Da können wir auch viel besser einfach über die Insel fahren. Sind denn Jerrycans wirklich alle leer? Die ich hier im Inventar habe, ist leer und ich kann die nicht auffüllen. Kannst du mal kurz googeln? Adavarat, und das warst du. Bist du mal mit gedrehtem Mausrad dahin gegangen? Ja, ja, klar. Da steht nichts von Refuel. Da ist nix. Check ich nicht. Ist jetzt die Frage, ne? Wo
ist denn mein Navpoint? Das ist genau das Gebäude hier, wo die Tankstelle angezeigt ist. Wieso kann ich denn hier nicht refuelen, Alter? Ne, geht nicht. Da steht aber so ein scheiß Tanksymbol. Mhm. In der Tat. Aber hier in diesem Military Loot ist auch eins. Ah, da ist auch ein großes. Was ist denn in diesem Military, wo wir vorhin waren? Wo wir meinten, dass da die ganzen Zombies spawnen. Da ist auch direkt am Anfang am Tor. Sollen wir da mal versuchen? Das ist in 200 Metern in die Straße runter. Ich gehe jetzt zur Feuerwache. Na gut, ich guck mal da bei dem Military-Ding, ob ich da meine Fuel-Can auffüllen kann. Hm? Erstmal abchecken, was da so geht. Was die Zombies machen, die da rumlaufen. Da sind ja unnormal viele Zombies. Oder hinten das steht auch ein Auto vor, so ein Panzer steht da vor der Feuerwache. Also so eins mit Ultra Fury Reinforcing Material. Aber ich gehe jetzt hier erstmal in das Eckhaus rein. Ja. In der Hoffnung, endlich mal wieder ein paar G17 Magazine zu finden. Ich habe auch fast keine M19 mehr. Drei Stück, glaube ich, oder ne, ja. Nicht besonders viel. Mal gucken, was hier hinter der Wand abgeht. Hier ist ein Revolver. So hoch, scheiße. Steel Bolt, nochmal was zu saufen. So, hier soll irgendwo. Server Reset in 4 Minuten, wir müssen uns beeilen. Oh ja, dann gehe ich jetzt schnell in die Feuerwache noch. Hier sind noch keine Zombies gespawnt. Und hier ist der große Tank. Für Jerrycan, hier kann man auffüllen. Na gut. Gut, das muss ich irgendwie es schaffen. Oh, da kommen Zombies. Oh, der hat mich gesehen, ich muss jetzt schnell abhauen. Vom Server Restart den Zombie loswerden und dann logge ich mich hier einfach aus. Und dann können wir mal wegen Minecraft gucken, dass wir den Account von dir schaffen. Und dann gehen wir nachher hier wieder rein. Ah, er hat mich immer noch. Er will nämlich verarschen. Also da in diesem Military-Ding kann man auf jeden Fall seine Fuel-Cans voll machen. Ja, gut. Da kann man auch mit dem Little Bird landen, das ist schon mal ziemlich gut. Nice to know. Sind Magazine, aber bestimmt keine APS-SD-Medizin. Also wenn du Standards findest, nimm die bitte auch mit, ja, die brauchst du. Ja, ich brauch selber auch Standards. Achso, ja, fuck. Dass wir hier keine Standards finden, ist auch so lächerlich, ne? Ja, die Feuerwehren hier sind im Moment generell ziemlich lächerlich, muss ich sagen. Ja, keine krassen Waffen, gar nichts. Naja, ich mach jetzt kurz einen Schnitt, log mich aus und dann sehen wir uns nach dem Server-Restart wieder. Bis gleich. So, Freunde der Nacht. Weiter geht's mit DayZ Origins. Auf dem es zum Glück noch Tag ist. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh ja, 5 vor 7, also wird es nicht mehr lange Tag sein. Ich bin hier gespawnt. Beim Hafen und da fliegen zwei NPC-Hubschrauber rum. Drei. Immer noch? Oder wieder? Ja, die fliegen hier über den Hafen. Voll krank. Alle drei hintereinander. Das ist auch kein Nameplate, das heißt, das sind diese NPC-Dinger. Wir haben nämlich nur. Obwohl, wir haben drei andere Spieler. Rein theoretisch könnten es echte sein. Aber das wäre voll dreist, wenn die hier zu dritt mit ihren. Ja, aber das sind ja auch keine Nameplates. Ja. Oh, werden das NPCs sind. Aber krass, dass sie zu dritt da rumjunks sind. Ich habe noch nie so einen NPC gesehen, der rumläuft und
versuche es mich gibt ja diesen sogenannten Sektor B. Da sind. Manchmal siehst du das auch, wenn einer gekillt wird von so einem NPC.